So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ganz fixes Video, wir wollen heute mal Tarnel Dynamax Raid machen oder Dynamax oder Dönermax, je nachdem wie ihr das aussprecht. Ich habe gehört, der soll ziemlich schwierig sein, die Leute haben probiert, Glumanda, keine Chance. Die haben es mit Glurak probiert, keine Chance. Die mussten Glurak auf Level 40 pushen. Sind gescheitert, mussten mit einem zweiten Glurak rein, haben es dann mit zwei gepushten Gluraks geschafft. Andere sagen, sie haben es mit einem gepushten Glurak geschafft. Kommt es auf die Attacken an, kommt es auf alles an, ich weiß es nicht. Müsst ihr den Dynamax-Level von den Attacken erhöhen, das Schild aktivieren und noch heilen? Ist es so kompliziert? Ich sage nein. Ich zeige euch, wie ich das mache und vielleicht reicht das aus und ihr könnt es umsetzen. Aber ich wollte das Intro hier aufnehmen, denn hier bin ich noch nie lang gelaufen und guckt mal. Das sieht so brutal aus, diese Einfahrt mit dieser Lampe, die da oben rumfliegt und rumbaumelt, wie in einem alten Gefängnistrakt und hier so ein riesengroßes Gitter. So, jetzt aber auf zum Dynamax-Raid mit Tarnel. Das erste Mal, dass ein Dreier-Dynamax-Raid da ist. Die Leute beißen sich die Zähne aus. Ich finde das irgendwie noch easy, denn ich musste nicht mal Staub ausgeben und konnte das Ding legen. Genial. So, ich habe mich hier an eine abgeranzte Ecke gestellt, wo es ein bisschen windgeschützt ist, weil es doch sehr windig ist heute. Hier habe ich einen Dynamax Ray, Dynamax Tarnel, Natura Vitalis. Ich war hier noch nie. Das Ding kostet jetzt 400 Dönerpartikel statt 250. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur zwei am Tag machen. Von den anderen, den kleinen Einern, könnt ihr drei pro Tag machen, wenn ihr gut seid. Ich möchte euch ganz kurz mal zeigen, wenn ich Dynamax hier eingebe, habe ich jetzt drei Bisasam, drei Glumanda, drei Shiki. Ich habe gestern drei Tarnel gemacht. Ich habe das ausprobiert, dass das wirklich bombensicher ist. Und ich habe einen Raffel, einen Wolli. Ich habe es nicht eingesehen, von Wolli Raffel noch mehr zu machen. Shiki, Bisasam habe ich halt drei, die drei besten aufgehoben. Und die drei Glumandas, die ich hatte, habe ich einfach zu Glurak entwickelt. Ich habe daran nichts gepusht. Die sind so, wie sie sind. Die wurden gefangen im Raid. Und ich habe die einfach nur durchentwickelt. Ich habe keinen Staub verwendet. Ich habe die Attacken angepasst auf Feuerwirbel Hitzekoller. Da hat keiner irgendwie Lohe Kanonade oder irgendwas. Da ist also auch keine Top-Lade-TM reingeflossen. Und die haben alle nur Level 1 von der Attacke. Dönerwall und Dönerkampfgeist sind gesperrt bei allen. Das heißt, ich habe auch hier keine Bonbons und keinen Staub ausgegeben oder Partikel oder irgendwas. Alles ist gesperrt. Ich habe nur die allererste Level 1er Dönerbrandattacke bei den drei Gluraks. Wenn ich die mal bewerten möchte, hat das hier 15 Angriff, das hat 15 Angriff, das hat 15 Angriff und ist ein 96er. Aber sie sind nicht gepusht. Vielleicht, wenn ich das push, würde ich es mit dem einen schaffen. Ich habe es aber gestern so gemacht und solange ich das so schaffe, möchte ich nichts pushen. Ich nehme mal das Beste vorne ran, dann das Zweitbeste, dann das Drittbeste. Wir gehen drauf, drücken auf Bereit. Drei ganz normale Gluraks, ohne XL zu benutzen, ohne andere Bonbons zu benutzen zum Pushen, einfach nur entwickelt. So viel sollte jeder übrig haben und bisher war es so, dass ich meistens nur zwei gebraucht habe. Das dritte kam gar nicht zum Einsatz. Eine richtige Strategie habe ich auch nicht, deswegen mache ich es genauso wie gestern. Ich drücke die ganze Zeit hin unten auf Kämpfen. Auf Kämpfen, auf Kämpfen, auf Kämpfen. Es wird ja auch angezeigt, wenn der euch angreifen will, dass ihr ausweichen könnt. Ich verzichte auch aufs Ausweichen. Wenn ich ausweichen würde, würde mein Pokémon vielleicht länger durchhalten. Aber ich weiche nicht aus, ich hau einfach immer nur drauf. Ach so. Das hier, wenn immer dieses Döner-Max-Zeichen kommt, weiß ich nicht. Da drückst du dann drauf, damit das schneller Energie sammelt. Kann das sein? Aber immer wenn ich da oben drauf drücke, kann ich ja nicht unten drauf drücken. Ich meine, die Attacke füllt sich trotzdem, aber wenn die Attacke voll ist, möchte man ja, glaube ich, hier unten die Attacke trotzdem machen und dann wieder an dem Dönermax-Zeichen rumwühlen. Bei mir ist es ungefähr so gewesen, kurz bevor mein erstes Glurak tot war, war der Dönermax-Streifen voll. Es hat sich Döner maximiert. Ich konnte meine drei Dönerbrände zünden, direkt nacheinander einfach draufhauen. Dann kam ich zurück. Das Tarnel hat nur noch die Hälfte Energie gehabt durch mein erstes Pokémon. Und ich habe dann, nachdem ich es verloren habe, mit dem zweiten wieder den Dönermeter voll gemacht
und die letzten drei Dönerbrände vom zweiten Glurak haben es dann ausgemacht, dass das Tarnel besiegt wurde. So hat das also funktioniert. Immer nur stumpfes Draufklopfen. Ich weiß jetzt nicht, welche Attacken das Tarnel hat. Ob das jetzt bei mir schwache Attacken hatte gestern und ich deswegen Glück hatte. Oder ob es sowieso immer nur die gleichen Attacken hat. Auf jeden Fall habe ich wenig Energie. Der Dönermeter ist noch nicht ganz voll. Ich hoffe, das geht sich noch aus, sonst ist das wieder der Vorführeffekt, dass das jetzt gar nicht funktioniert. So, wir drücken hier weiter. Wir drücken oben, wir drücken unten, wir drücken alles gleichzeitig. Das Glurak ist weg. Also gestern hat es funktioniert, das Glurak war da und ich konnte mit dem Glurak einfach draufhauen, meine drei Attacken machen und konnte danach noch ganz ein kleines Stück von dem Dönemax-Meter füllen. Jetzt ist das beim ersten einfach umgefallen, aber ich habe trotzdem ja den Meter voll, kann mit diesem Glurak, was auch nicht gepusht ist, drei Dönerbrände zünden. Dann müsste das Tarnel trotzdem nur noch die Hälfte Energie haben. Hat es auch nicht. Es ist immer noch im grünen Bereich, müsste aber eigentlich gleich wechseln auf gelb. Das heißt, entweder ist es jetzt schwieriger oder es liegt wirklich an den Attacken, die das Tarnel hat. Jetzt ist es im gelben Bereich, okay. Da wird dieses Glurak bestimmt auch sterben. Dann ist der Dönermeter vielleicht voll und ich kriege mein drittes Glurak rein und kann es mit dem dritten Glurak und den seinen Dönerbränden dann wohl vernichten. Also bis jetzt sehe ich nicht, dass ich es nicht schaffe. Ich sehe nur, es ist anders als gestern. Ich weiß halt immer nicht, wenn dieses Dönerzeichen kommt und du drückst da drauf, drückst du dann einfach so lange drauf, bis es weg ist und setzt dann erst deine Attacke ein, also so ungefähr. Ich drücke weiter auf das Dönerzeichen, ich drücke nicht auf die Attacke und erst wenn das Dönerzeichen weg ist, gehe ich auf die Attacke. Aber irgendwie verschwendet man ja dann auch die Ladeattacke, denn wenn die voll ist, könntest du ja die direkt drauf ballern und dann kannst du immer noch auf dem Dönerzeichen rumdrücken. Also das weiß ich noch nicht so. Jetzt habe ich das Dönermeter zur Hälfte gefüllt, mein Glurak ist auch zur Hälfte tot. Das funktioniert fast, aber der Dönermeter gilt ja nicht für dieses Glurak, das gilt ja trotzdem insgesamt im Kampf. Das heißt, ich kann den mit diesem füllen, aber trotzdem auf das dritte anwenden, damit die drei letzten Dönerbrände dann das Tarnel endlich vernichten. Aber ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, dass Leute gesagt haben, sie haben gepusht und haben es nicht geschafft, sie haben zwei gepusht und dann ging es sich erst aus. Wenn du theoretisch zwei ungepushte nehmen kannst und es trotzdem funktioniert, es dauert halt nur ewig. Das ist vielleicht das Problem, was die meisten haben. Die haben dann auch nicht die Geduld, hier 3 Jahre zu drücken. Denn 3 Tarnel gestern zu machen, hat gefühlt 3 Stunden gedauert. Und dass man da nicht die nötige Geduld hat und sich sagt, ja, man will halt nebenbei. Deswegen will man das Glurak natürlich stärker haben. Man will, dass es halt mit seinen Attacken richtig vernichtet, dass richtig drauf geht. Jetzt wird er groß und jetzt wird es wahrscheinlich wirklich knapp, denn er kommt jetzt hier. Ich verstehe auch nicht, unten bei der Dönermax-Attacke, Dönerbrand, ist ja auch so ein Kreisel drum, der sich bewegt, der sich füllt, der sich lädt. Was macht das? Ich hau ja immer direkt drauf. Was ist denn, wenn der Kreisel einmal komplett weiß außen rum gelaufen ist? Ist die Attacke dann stärker oder greift er dann an oder ich spam die ganze Zeit halt wirklich nur meine Attacken, wie ihr seht? Ich kümmere mich gar nicht darum, dass man ausweichen kann. Ich kümmere mich nicht darum, dass sich da irgendwas füllt. Ich habe keine Ahnung, was das genau darstellt. Das Feature ist da, das Feature wird von mir genutzt. Aber das Feature geht bestimmt noch besser nutzen, mit mehr Verstand auch, weil das ist wirklich ohne Sinn und Verstand, einfach draufhauen. Gestern habe ich, wie gesagt, nur die ersten 2 gebraucht. Ich konnte meine 3 Brände machen. Dann ist erst das erste gestorben. Dann konnte ich die 3 Brände beim zweiten machen. Dann war das Ding erledigt. Jetzt konnte ich den 2. Meter halt erst beim 3. nehmen, aber es ist egal. 3 Glurak entwickeln, das wird schon funktionieren, glaube ich. Das sollte jetzt nicht das Problem sein für die meisten Leute. Jetzt werfen wir hier einen Ball. Das Ding kann ja auch shiny sein. Warum man das jetzt generell macht, weiß ich nicht, weil man jetzt sich in der Dönerbranche bewegt und da seine eigene Kollektion sammeln möchte. Das ist vielleicht ein Anreiz für die meisten. Ich finde es cool, weil du hast diesen Raid-Aspekt. Du hast eine Herausforderung, du hast eine Challenge und wenn du dann 2 oder 3 Raids am Tag zusätzlich machen kannst zu deinem Raid-Pass, hast du einfach mehr zu kämpfen, als wenn du immer nur in der GBL kämpfen willst. Jetzt haben wir hier auch direkt eins bekommen mit 15 Angriff, das ist auch cool. Ich kann euch die anderen 2 mal zeigen, die ich habe. Jetzt muss ich wieder hier
Döner Max eingeben. So, wir haben das mit 15 Angriff, das mit 15 Angriff, das mit 15 Angriff und das wäre das Beste auch mit 15 Angriff. Also die haben alle 15 Angriff. Das beste Bisa Sam hat auch 15 Angriff. Das beste Shiggy hat auch 15 Angriff. Und dann haben wir Raffel und Wolli einmal aufgehoben. Da hat keins 15 Angriff. Aber da habe ich meistens so die Freien mitgenommen. Der Rest war mir egal. Also, das geht natürlich alles noch besser. Wenn ihr euer Glurak hochpusht auf Level 40, auf Level 50, dann ist es ja noch einfacher, dann ist es ja noch stärker. Wenn ihr eure Dynamax-Attacke hier, wenn ihr die auf Level 2 erhöht oder wenn ihr die auf Level 3 erhöht, dann ist die Attacke ja auch noch stärker. Wenn ihr vielleicht ein Schild aktiviert, wenn ihr vielleicht euch nochmal heilt, das geht also alles. Das heißt, so Dreier-Raids sollten auch noch kein Problem sein, auch für jemanden, der keinen Staub ausgibt und nichts pusht. Schreibt es aber mal rein, wie habt ihr es gemacht? Ich habe also meine drei besten Glumanda aufgehoben, habe die jetzt dafür entwickelt und kann damit jedes Tarnel besiegen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao.